Im heutigen Video stelle ich euch ein wundervolles Rezept für einen leckeren südafrikanischen Gemüseeintopf vor. Das sind die Zutaten für den südafrikanischen Gemüseeintopf. Ihr benötigt dafür 4 große Zwiebeln, ein paar Knoblauchzehen, ich habe 2 größere hier und 3 kleinere Knoblauchzehen. Dann benötigen wir Möhren, das sind ca. 900 Gramm. Dann haben wir hier einen mittleren Weißkohl, das sind ca. 1 Kilo. Also Möhre und Weißkohl, der Anteil sollte ungefähr gleich sein. Dann haben wir hier 2 große rote Paprikaschoten. Hier in diesem Glas befindet sich ein Saft, das ist ein Apfel-Mango-Saft, das sind ca. 250 Milliliter. Dann haben wir hier in diesem Glas oder in dieser Schale Kidneybohnen. Wir benötigen 250 Gramm, ca. 250 Gramm. Das sind getrocknete Kidneybohnen, die kochen wir dann auch noch frisch weich. Dann benötigen wir eine Flasche Passata, das sind glaube ich 700 Milliliter. Wir benötigen 250 Gramm Erdnussmus. Und hier haben wir dann noch die Gewürze. 2 Teelöffel Koriander. 2 Teelöffel Kreuzkümmel, also alles gemahlen, 2 Teelöffel Curry, 1 Teelöffel scharfer Paprika und 2 Teelöffel Salz. Das sind erstmal so die Basisgewürze. Am Schluss wird dann noch nachgewürzt und ich kann mir vorstellen, wenn mein Sohn dann würzt, dass er noch ein bisschen mehr Schärfe verwendet, also Curry oder Paprika scharf. Und zum Anbraten benötigen wir Kokosöl, das sind ca. 2 Esslöffel. Zum Kochen benötigen wir 2 Töpfe, einen großen und einen kleineren Topf. Im kleineren Topf werde ich jetzt mit reichlich Wasser die Kidneybohnen weich kochen und in dem großen Topf werde ich das Kokosöl zerlassen. Während das Kokosöl jetzt langsam schmilzt, starten wir mit den Zwiebeln und den Knoblauchzehen. Beides wird klein gewürfelt. Zum Schneiden von Gemüse verwenden wir gern die scharfen Messer von Victorinox. Ihr findet so ein Messer oder so ein Set auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Mein 15-Jähriger hilft beim Kochen und er wird jetzt erstmal Zwiebeln und Knoblauch schneiden. Die Zwiebeln werden jetzt schön im Kokosöl angebraten. Der Simon schneidet schon den Knoblauch, der kommt dann auch noch gleich dazu. Und danach geht es an den Weißkohl, dann wird der Weißkohl klein geschnitten. Hier haben wir jetzt den Weißkohl, den schneide ich in schmale Scheiben und schneide dann aus den Scheiben Streifen, die ich dann auch noch mal halbiere. Die Zwiebel-Knoblauch-Mischung ist jetzt seit ein paar Minuten, 5-6 Minuten im Topf. So sieht sie jetzt aus, also schon ein bisschen angebraten und jetzt kommt der klein geschnittene Weißkohl dazu. Und dann wird der Weißkohl im Topf ein bisschen mit angeschmort und währenddessen werden die Möhren in Scheiben geschnitten. Simon schneidet jetzt die Möhren in Scheiben. Die Möhren sind jetzt nicht so groß, da kann man die Scheiben auch so lassen. Wenn ihr sehr große Möhren habt, dann könnt ihr die Möhrenscheiben nochmal halbieren. Der Weißkohl ist jetzt auch schon ein bisschen zusammengefallen und jetzt gebe ich da noch gleich die Möhren dazu.
Jetzt haben wir das Ganze umgerührt. Und jetzt kommen die Flüssigkeiten dazu. Als nächstes die ganze Flasche Passata. Dann fülle ich in die Passata-Flasche Wasser, spüle die Flasche gut aus und gebe das Wasser auch mit in den Topf. Und dann fülle ich die Passata-Flasche ein zweites Mal mit Wasser und gebe das Wasser auch mit hier dazu. Als nächstes kommt der Apfel-Mangosaft dazu. Dann die Gewürze und das Salz. Und dann noch ca. 250 Gramm Erdnussmus. Dann die Temperatur hochstellen, also alles aufkochen lassen und mindestens 10 Minuten köcheln lassen. Jetzt kommen die Paprikastücke dazu und jetzt das Ganze so lange köcheln, bis Paprika und Möhren weich sind bzw. eine Konsistenz haben, die ihr mögt. Also lasst das Ganze noch mal mindestens 5 Minuten köcheln oder noch ein paar Minuten länger, je nachdem, welche Konsistenz des Gemüses ihr bevorzugt. Der Eintopf ist fertig gekocht, jetzt fehlen nur noch die weich gekochten Kidneybohnen und dann kann der Gemüseeintopf serviert werden. So sieht der Gemüseeintopf aus. Ich habe für meinen Ältesten schon eine Portion bereitgestellt. Dieser afrikanische Gemüseeintopf gehört mit zu seinen veganen Lieblingseintöpfen. Wir haben den Eintopf jetzt noch etwas nachgesalzen und er sollte auch noch ein Tick schärfer sein. Mein Ältester liebt scharf und wir haben noch etwas Curry und Paprikapulver scharf dazu gegeben. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Wieder mal kein Rohkostrezept, aber ein veganes Rezept. Wie schon erwähnt, das ist eines der Lieblingseintöpfe meines 15-Jährigen. Übrigens habe ich diesen Eintopf vor einigen Jahren, das muss so 2013/14 gewesen sein, auch in einem Bioladen gekocht, Und dieser Eintopf ist immer sehr gut angekommen und kommt jetzt auch in meiner Familie und in meinem Freundeskreis sehr gut an. Gerade für die kühlere Jahreszeit ist es ein wunderbarer, wärmender Eintopf. Gerade auch durch die etwas schärferen Gewürze. Und man kann natürlich auch einiges an regionalem Gemüse verwenden. Also Zwiebeln und Weißkohl und Möhren. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Ich freue mich über ein Feedback unter diesem Video. Wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald.